Am 29. September lud die Martini-Kirche Buhr zu einer Pressekonferenz mit dem berühmten Schlagerstar Heino ein. Der gelernte Bäcker machte dort Werbung für seine Kirchentournee im Advent. Der Kirchenmusiker Matthias Breitenkamp begrüßte den 71-Jährigen, der im Rahmen des Projekts Martini-Musik am 8.12. in Buhr auftreten wird. Vorab besichtigte er schon einmal den historischen Veranstaltungsort und ließ sich begleitet von zahlreichen Kameras die imposante Martini-Kirche zeigen. Die Idee zur Kirchenmusik entsprang dem Wunsch seiner Frau Hannelore. Sie hatte sich zum 30. Hochzeitstag klassische Lieder in intimer Atmosphäre gewünscht. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, am 8. Dezember hier in dieser wunderschönen Kirche in Buhr, ich werde ein zweistündiges Konzert machen, Schubert, Mozart, Bach, mit Liedern wie »Die Himmel rühmen«, »Ich bete an die Macht der Liebe«, »Ave Maria«, »Schlafe, mein Prinzen, schlaf ein«. Es werden ein paar Weihnachtslieder drin sein, »White Christmas«, »Stille Nacht«, »Heilige Nacht«. Und wir haben ein kleines Orchester dabei, alles professionelle Musiker. Franz Lambert wird an seiner Orgel spielen. Wir haben Licht dabei. Also es wird ein zweistündiges, stimmungsvolles Konzert. Und ich kann nur sagen, die Menschen sollen kommen und sie sollen sich mal anhören, dass ich auch noch was anderes kann.